Schönen guten Morgen, meine Lieben, aus den USA, auf dem Kanal, auf dem ich euch auf meine Auswanderung in die USA mitnehmen werde. Ich wohne jetzt seit mittlerweile 2 Wochen hier in den USA und habe euch in den vergangenen Videos auch schon meine Nachbarschaft unter anderem gezeigt. Heute werde ich mal in meinem brandneuen Auto endlich zu Walmart fahren. Ja? Ich war noch nie dort, ist natürlich ein bekanntes Ding. Wir werden heute mal das auskundschaften, mal gucken, was sie denn alles verkaufen, was sie alles anbieten. Denn ich brauche auch unter anderem einige Dinge fürs Auto zum Saubermachen bzw. auch zum Staubwischen, weil in meinem Auto wird nicht ein einziges Staubkorn fallen, das kann ich euch versprechen. Ja? Von daher fahren wir jetzt zu Walmart und kaufen Staubwischer ein bzw. ja, noch so ein bisschen dies, das, einen kleinen Lappen und sowas, um hier mal ein bisschen durchzuputzen, wenn es denn soweit ist. Wir sehen uns bei Walmart. So Jungs, ihr müsst jetzt mal ganz kurz zur Seite gehen, weil ich muss hier mal vorbei. Dann Jungs, macht euch gar keinen Stress. Bleibt da ruhig genau stehen, wo ihr seid. Ich fahre einmal um euch rum. Wie ihr ja gerade schon sehen konntet, es ist mega am Regnen hier in letzter Zeit. Aber es ist halt dennoch ultra warm. Es sind 22 Grad, aber es regnet nonstop. Richtig merkwürdig. Die sind hier auch überall. Egal, wo man hinguckt. Die sind überall. Und die sind hier riesig mit den Lärm. Könnt ihr mal sehen, wie groß dieser Laden ist. Ja, ich sehe das Ende gar nicht in diese Richtung. Und dort geht es dann auch nochmal so, ups, so lang weiter. Also hier hast du wirklich die riesen Auswahl von Hosen bis zu Hemden, T-Shirts, Kleidung im Allgemeinen hast du halt wirklich komplette Auswahl zu sehr günstigen Preisen verglichen zu den anderen Läden. Dann kommst du auch direkt weiter zu der Tiernahrungsabteilung. Ja, kenne ich mich nicht mit aus, habe keinen Hund, aber du hast hier halt wirklich von großen Hund bis kleinen Hund sämtliche Ernährung auch, beziehungsweise Spielzeug. Und das Verrückte an dem Laden ist, man bekommt einfach alles. Ja, wie man jetzt hier sieht, Pinatas und alles, was das Herz begehrt für eine gute Geburtstagsparty. Im nächsten Gang hast du Kinderspielzeug von klein bis groß. Und dann läufst du in den Eingang weiter und siehst du auf einmal Kanus im Gang rumstehen und Angelzubehör. Und alles, was das Fischerherz höher schlägen lässt. Also ganz, ganz strange. Dann läufst du wieder ein Stückchen weiter. Dann bist du im Autocare Center und dann siehst du auf einmal Autoreifen aller Art bis unter das Dach hochgestapelt. Und dann haben wir noch draußen ein Gartencenter mit dran, da bin ich jetzt aber nicht rausgegangen, weil ihr habt ja gesehen, das Wetter war jetzt nicht so schön an dem Tag. Du bekommst halt auch große Gartenmöbel, wie du jetzt hier siehst. Und dann läufst du ein Stückchen weiter, dann bist du auch hier in der Foodabteilung. Die Foodabteilung habe ich jetzt aber nicht so intensiv gefilmt. Da möchte ich nochmal ein anderes Video machen, wo ich dann bei Kroger's bin. Und der Laden, der ist halt wirklich die Anlaufstelle für Lebensmittel und da bekommst du alles, deswegen da kommt nochmal ein separates Video. Da läufst du aber hier nochmal einen Meter weiter, bist du in der Babyabteilung, bekommst du Kinderwagen und sonst was alles. Hier hast du das Entertainment Center mit Fernsehern, Stereoanlagen, Film, allerlei. Du bekommst hier auch Plattenspieler, bei dem hatte ich tatsächlich auch überlegt, ob ich den kaufen sollte, weil der echt schön aussah. Keep my wife's name out your fucking mouth! Und dann hast du neben der Bücherabteilung auch die Fitnessabteilung. Von Kleinhanteln bis hin zu Benchpress und eben auch Gartenaktivitäten. Absolut geiles Spiel. Wenn ihr es nicht kennt, Cornhole absolut zu empfehlen. Und dann geht's weiter in die Reiseabteilung. Ja, also du hast, wie gesagt, hier komplett einfach alles wie bei der Metro. Ja, nur halt zugänglich für jeden und überall. So, ich war erfolgreich, habe jetzt die 3 Dinge gekauft, um mein Auto in Zukunft auch schön sauber zu machen.
Jetzt fehlt mir nur noch eine Handyhalterung und dann sollte ich eigentlich alles haben. Und hey, ihr seht, das Wetter ist wie in Berlin. Fühle mich wie zu Hause hier. Hier haben wir es nochmal, Walmart. Man kann es lieben, man kann es hassen. Es ist einfach absolut riesig gewesen. So, wieder angekommen zu Hause, hoffe ich doch, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie ich. Das war der Vlog von Walmart über Kleidung, Autozubehör und. Ich werde auf jeden Fall nochmal zu Kroger steppen, denn Kroger ist einer der größten Lebensmittelläden und die haben wirklich eine Wahnsinnsauswahl an Lebensmitteln in sämtlichen Bereichen, ob es jetzt Süßigkeiten sind, Puddings oder Cereals oder sonst was, ja. Du hast bei Kroger einfach die Auswahl schlichtweg hin. Und als ich da beim letzten Mal das erste Mal war, habe ich da echt gestaunt, was für eine Auswahl man dann tatsächlich doch dort hat. Und da werde ich euch auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Jetzt mit dem Auto bin ich ja einfach mega mobil, kann hin und her fahren. In Läden muss ich halt immer ein bisschen auf Undercover filmen, weil man nie weiß, ob die das dort wollen, beziehungsweise ob es dort überhaupt gestattet ist zu filmen. Von daher geht es da halt nur mit einem Voice-Over. Schaltet beim nächsten Video auf jeden Fall wieder ein. Würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, denn nur so kann der Kanal wachsen, was wir natürlich alle wollen. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.